Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Es ist mal wieder an der Zeit, der Black Friday steht vor der Tür und dieses Jahr sind wir auch schon mitten in den Black Weeks. Die meisten Rabattaktionen laufen zum Beispiel bei Amazon schon seit letztem Freitag. Viele von euch haben nach einem Video dazu gefragt und darum gibt es heute mit den besten Angeboten der Black Weeks und natürlich zum Black Friday selbst. Neben den ganzen Seiten und Angeboten, wo ihr unbedingt vorbeischauen solltet, gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder ein paar Tipps und Tricks, wie ihr richtig sparen könnt und das meiste für euer Geld rausholt. Außerdem gibt es auch noch eine kleine Einschätzung von mir, wie viel sich dieses Jahr überhaupt sparen lässt und ob aktuell überhaupt ein guter Zeitpunkt ist, sich mit Hardware einzudecken. Bevor wir mit dem Video starten, interessiert mich noch, ob ihr dieses Jahr auf der Suche nach einem speziellen Produkt oder Schnäppchen dazu seid, sei es eine neue Grafikkarte, ein ganzer PC, nur eine Tastatur oder vielleicht sogar eine Konsole. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ich bin gespannt, worauf ihr euch am Black Friday am meisten freut. Dieses Video wird unterstützt durch das MSI Romi BE Lite Mesh System. Damit gehören instabile Verbindungen und tote Zonen zu Hause der Vergangenheit an. Nahtloses Streaming und latenzfreies Gaming mit bis zu 3,6 Gigabit überall in deinem Zuhause auf bis zu 540 Quadratmeter. Möglich macht's Dualband Wi-Fi 7 und Technologien wie MLO und 4K QLM. Die Romi App macht die Einrichtung so einfach, dass wirklich jeder es schafft und dank dem 2,5 Gigabit Ethernet Port hast du auch die Möglichkeit, kabelgebundene Geräte zu vernetzen. Für die Sicherheit ist auch gesorgt dank MSI FortiSecure. Das überwacht alle Netzwerkgeräte und blockiert Malware und externe Angriffe. Außerdem lässt sich auch eine Kindersicherung integrieren. Mit dem MSI Romi BE Lite Mesh System bekommst du also schnelle und sichere Verbindungen für über 120 Geräte auf bis zu 540 Quadratmeter. Mehr Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, geht's los mit dem Thema Black Friday. Wie jedes Jahr erstmal eine kleine Warnung. Und zwar sollte man zu der Zeit vor allem eins tun, und zwar aufpassen und nicht in einen Kaufrausch verfallen. Es gibt immer einige Händler, die versuchen werden, euch an dem Tag ein wenig hinters Licht zu führen, denn es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass manche Shops vorher die Preise erhöhen, um euch krasse Rabatte und Aktionspreise vorzugaukeln. Ich habe zum Beispiel gestern einen Deal zum Fractal Design North gesehen und wenn man da mal in das Preischart reinschaut, dann sieht man, dass das Gehäuse komischerweise in den letzten 3 Wochen teurer geworden ist, nur um dann zur Black Week wieder auf einen ähnlichen Preis wie zuvor gesenkt zu werden. Aber das ist sicher nichts Neues für euch. Darum schaut am Black Friday vor allem auf Schnäppchenseiten. Ich empfehle euch MyDeals, aber auch unsere eigene Seite hardwaredeals.com. Auf MyDeals werdet ihr am Black Friday mit Schnäppchen halt nur so bombardiert, darum ist es da einfach den Überblick zu verlieren. Wenn ihr euch in erster Linie für Technik und Hardware interessiert, dann gerne auch mal bei uns vorbeischauen. Da ist das Ganze einfach thematisch ein bisschen sauberer gehalten, denn bei uns gibt es halt nur Hardware und Gaming-Zubehör und die Seite ist aktuell auch wirklich aktiv. Gerson stellt da seit 3 Monaten jeden Tag die interessantesten Angebote ein und auch ihr könnt mitmachen und Deals aktiv einsenden, voten und darüber diskutieren. Außerdem haben wir inzwischen auch sehr, sehr aktive WhatsApp- und Instagram-Deals-Channels. Da posten wir gerne mal die Schnäppchen des Tages, also nur, wenn es auch wirklich gute Deals gibt. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Keine Sorge, ihr werdet nicht zugespammt. Und da waren echt schon ein paar gute Sachen dabei in den letzten Wochen und gerade jetzt zu den Black Weeks sollte man das eigentlich unbedingt mitnehmen. Links dazu in der Videobeschreibung, so könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, nicht das Angebot des Tages zu verpassen. Und damit genug Eigenwerbung, kommen wir zum wichtigsten Punkt. Wird es dieses Jahr überhaupt gute Schnäppchen geben und sollte man aktuell zuschlagen? Und ja, nachdem die letzten 3 bis 4 Jahre nicht so toll waren, was Deals im Hardware-Bereich angeht, sollte man sich auch dieses Jahr nicht die allergrößten Hoffnungen machen. Eine Sache ist aber definitiv der Fall, neue Grafikkarten stehen vor der Türe und da wollen die Händler gerne mal ihre Lager leeren. Das Problem ist nur, gerade die RTX 4080 Super und 4090 ist quasi schon nicht mehr zu bekommen, zumindest in größeren Mengen. Daher sieht es gerade eher nach einer kurzzeitiger Shortage aus zum Jahresende, als danach, dass wir hier wirklich krasse Deals zu sehen bekommen. Generell hatte die Branche dieses Jahr eher zu kämpfen mit niedrigen Umsätzen und daher denke ich, dass sich viele gar keine krassen Black Week Aktionen leisten können. Die Frage, die mir zurzeit übrigens am häufigsten gestellt wird, ist, wird es bei Dubaro besondere Rabatte zu Black Friday geben? Und ich kann euch sagen, es ist einfach so, dass es in der Vergangenheit bei Systemintegratoren, also Fertig-PC-Shops, nie wirklich krasse Black Friday Aktionen gab. Das hat vor allem einen Grund. Ein Systemintegrator kann seine Kapazität nicht so schnell hochfahren wie ein 0815 Versandhändler. Ein PC-Monteur muss eingelernt werden und kann natürlich auch nur eine bestimmte Anzahl an PCs pro Tag bauen. Mache ich jetzt zu Black Friday ein Hammer-Spezialangebot, an dem ich wenig bis kein Geld verdiene, das dann auch noch viral geht, dann blockiere ich mir, wenn es blöd läuft, die Produktion für die gesamten nächsten Wochen. Muss also A, die Versandzeit extrem nach oben stellen und kann B, keine PCs in der Weihnachtszeit, also der Hardware Primetime verkaufen, um noch irgendwie Geld zu verdienen.
Und klar, es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Angebote für Fertig-PCs von irgendwelchen Shops am Black Friday, nur waren die halt meistens irgendwie keine richtig guten Angebote, sondern halt nur für ihre Verhältnisse günstig oder hatten andere Probleme wie eine schlechte Komponentenauswahl. Ich will ganz ehrlich sein, die Zeit, einen PC zu kaufen, gerade einen Fertig-PC, ist eigentlich der Sommer. Erstens sind die Preise da am günstigsten, weil die Nachfrage am geringsten ist, und zweitens müssen Systemintegratoren ihre Produktion im Sommer trotzdem auslasten, sodass sie PCs teilweise ohne wirklich Marge daran zu machen verkaufen, nur um überhaupt was zu verkaufen und eben die Montage auszulasten. Bei Dubaro wird es also, zumindest so wie ich weiß, auch in den Vorjahren keine Black Friday Aktion geben. Wir verkaufen lieber das ganze Jahr zu super Preisen, als dann künstlich im November irgendwelche Aktionen aus dem Hut zu zaubern, zumal Dubaro in den Vorjahren mit seinen normalen Preisen oftmals günstiger war als die Black Friday Angebote von Mitbewerbern, aber vielleicht ist dieses Jahr ja alles anders, wer weiß das schon. Auch hier gilt auf jeden Fall, wenn ihr irgendein Fertig-PC-Angebot seht, dann solltet ihr auf jeden Fall die Preise vergleichen mit anderen Shops und auch den PC mal bei Geizhals nachbauen. Wo es auf jeden Fall bisher jedes Jahr sehr gute Angebote gab, ist Peripherie, also Gaming-Mäuse, Tastaturen, Headsets, Stühle und so weiter, und auch da werdet ihr dieses Jahr mit Sicherheit nicht leer ausgehen. Und auch einzelne Komponenten, die nicht GPU oder CPU sind, also SSDs, AIOs, Netzteile, Cases und so weiter, sind immer wieder zu sehr guten Kursen zu haben. Also um es kurz zusammenzufassen, ich denke nicht, dass man dieses Jahr bei kompletten PCs, bei Grafikkarten oder CPUs besonders krasse Schnäppchen schießen wird. Viele Komponenten sind einfach jetzt schon sehr schlecht verfügbar und zum Thema Fertig-PC haben wir ja ausführlich gesprochen. Wer aber auf der Suche nach restlichen Komponenten ist, wie Gaming-Zubehör oder SSDs, der könnte durchaus fündig werden. Und was Angebote angeht, habe ich mich natürlich auch mal ein bisschen für euch umgehört. Die meisten Aktionen laufen ja schon unter Black Week bzw. Black Weeks, scheint ja jeder Händler einen eigenen Zeitraum zu definieren. Ab Mitte November geht's in der Hinsicht ja richtig los. Auch dieses Jahr starten wir wieder mit einer Aktion bzw. einem Deal, der mir wirklich am Herzen liegt. Wir haben uns hier auf dem Channel ja intensiv mit Gaming-Stühlen und auch ergonomischen Bürostühlen als Alternative auseinandergesetzt. Da ist auch letztes Jahr unser Video "Kauft euch keinen Gaming-Stuhl" bei rausgekommen. Und da sind halt die meisten Gaming-Stühle nicht sonderlich gut bei weggekommen, gerade eben was Ergonomie und Rückengesundheit angeht. Ich denke, das ist ein Thema für jeden von uns. Wer viel vor Monitor sitzt, der sollte wirklich Wert auf seinen Stuhl legen. Jedenfalls sind viele unserer Empfehlungen vom Hersteller Interstuhl, die bieten eine super Preis-Leistung und das, obwohl alles made in Germany ist. Als Black Week Deal gibt's gerade zusätzlich 20% Rabatt auf alle Drehstühle, also Pure, Avery, Joyce und die Black Series, und zwar in allen Farbvarianten. Die Modelle Pure und Avery habe ich selbst schon im Dauereinsatz hier im Büro gehabt und kann die Stühle wirklich nur jedem ans Herz legen, der aktuell auf der Suche ist oder Probleme mit seinem Rücken hat. Links und Codes dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, und falls ihr mehr Infos zu den Stühlen haben möchtet, gerne auch mal in unserer Kaufberatung vorbeischauen. Bei NBB laufen aktuell die Black Weeks, und zwar noch bis zum 3. Dezember. Auf jeden Fall auch ein Shop, wo man unbedingt vorbeischauen sollte. In den letzten Jahren gab es bei NBB immer wirklich super Angebote, nicht nur zu Laptops, sondern eben auch zu sonstiger Hardware. Mediamarkt und Saturn hat man vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Schirm, wenn es um Gaming-Hardware geht, aber tatsächlich haben die gerade im Bereich Peripherie, also Gaming-Tastaturen, Mäuse und so weiter, immer wieder sehr gute Deals rausgehauen am Black Friday. Teilweise gab es da Tastaturen, Mäuse und Headsets um 50% reduziert und sowas, da solltet ihr auch mal vorbeischauen. Bei Alternate gibt es den Black November, da könnt ihr euch der Erfahrung nach vor allem auf Angebote von Eigenmarken wie Shakun freuen, genauso wie bei Case King über deren Eigenmarken, also Noble Chairs, Kolink, Ducky und so weiter. Natürlich ist auch Amazon mit von der Partie, die haben dieses Jahr auch schon starke Angebote rausgehauen, sogar schon vor dem Black Friday. Bei Hardware sind die ja eigentlich selten die günstigsten und im Bereich PC-Komponenten erwarte ich da auch keine Bombenangebote. Vor allem bei Gaming-Monitoren, Tastaturen, Mäusen und Headsets kann man aber immer mal wieder wirklich gute Schnäppchen schießen. Auch bei Mindfactory sollte man natürlich mal vorbeischauen. Geheimtipp, falls ihr auf der Suche nach dem 7600X3D seid, dann schaut dort mal im Shop vorbei. Die CPU ist dann nämlich noch für die regulären 289 € lieferbar, obwohl sie aktuell bei Geizhals nicht oder nur super teuer gelistet ist. Bei Bestware werden ja die Schenker XMG Laptops verkauft und auch die letzten Jahre gab es da sehr gute Angebote, sollte man, wenn man in der Kategorie auf der Suche ist, auch auf dem Schirm haben, und allgemein gibt es bei Laptops deutlich bessere Angebote wie bei Fertig-PCs am Black Friday. Wie gesagt, die ganzen Anlaufstellen findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt und die besten Deals werden wir für euch auch auf der Homepage sammeln und am besten schaut ihr mal in unseren WhatsApp und Instagram Channels vorbei, einfach damit ihr da nichts verpassen könnt, denn viele Deals sind am Black Friday und in den Black Weeks auch mal in 10 Minuten ausverkauft
und dann freut man sich vielleicht, wenn man direkt eine Benachrichtigung bekommt. Ich denke, eine Auswahl an wirklichen Schnäppchen wie auf unserer Seite macht auch mehr Sinn, als dass man sich da komplett selbst durchstöbert. Erstens kann das richtig viel Zeit in Anspruch nehmen und so läuft man wenigstens auch nicht Gefahr, am Ende doch bei etwas zuzuschlagen, was vielleicht gar kein richtiges Angebot ist. Auf jeden Fall empfehle ich euch, wenn ihr ein vermeintliches Schnäppchen gefunden habt, vorher auch nochmal zu prüfen, ob das, was ihr euch daraus gesucht habt, auch wirklich ein Schnäppchen ist. Preisvergleiche wie Geizhals sind hier die erste Wahl, denn auch wenn einem ein Preis sehr günstig vorkommt und der Rabatt auf den ersten Blick immens ist, kann es durchaus sein, dass es irgendwo anders noch ein besseres Angebot gibt. Und dann am besten auch nochmal kurz in euch gehen, denn die zweite große Falle am Black Friday ist wie immer rein psychologischer Natur. Ihr werdet überschüttet mit Angeboten und viele kennen es sicher. Am Ende hat man einen Haufen Zeug gekauft, das man eigentlich gar nicht braucht und eigentlich auch gar nicht wollte. Also am besten schon vorher überlegen, was ihr genau kaufen möchtet und zu welchem Preis ihr zuschlagen würdet und nicht planlos und wild irgendwelche Angebote kaufen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Tage noch so auf uns zukommt. Wie gesagt, alle Schnäppchen, die wir finden, posten wir auf der Homepage. Ihr könnt uns dabei unterstützen und wenn ihr auch schon irgendwas Cooles gefunden oder gekauft habt, könnt ihr uns das gerne hier in die Kommentare schreiben oder auch bei uns auf der Homepage als Deal posten. Und damit soll es jetzt auch mal wieder von meiner Seite gewesen sein. Unser kleines Update-Video zum Black Friday war jetzt nicht super ausführlich, vielleicht aber doch eine kleine Hilfe und Orientierung. Gibt's ja jedes Jahr. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.